Gucken wir uns das mal an. Was sagt der Prüfstand? Hallo? Wo ist Prüfstand? Da ist Prüfstand. Ah, nochmal einen Schluck trinken, während der Prüfstand läuft. Power, 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 Power. Obenrum sieht gut aus. Aber wir haben natürlich obenrum einen ziemlich starken Einbruch. Ne? Das war irgendwie klar, dass sowas passiert. Wir könnten aber hinten bei 7000 Umdrehungen noch ein bisschen runtergehen und somit das vordere ein bisschen pushen. Dann wäre der Einbruch nicht ganz so schlimm. Okay. Na? Okay. 640, 650, interessiert mich gar nicht. Wir brauchen Leistung. Haben wir aber nicht. So. Also Einstellung ändern. Eco. Ah, beim Turbo war's. So, da ein bisschen hochziehen. Da ein bisschen runter. Sehen wir uns das mal an. Doch, das sehen wir uns mal an. So. Von 0 auf 100 in 14,19 Sekunden. Aber das interessiert ja gar nicht. Wir brauchen Beschleunigung aus unten raus. Ja, wir haben bei 6000 Umdrehungen etwas dazu gewonnen. Könnten wir jetzt noch beim Eco noch ein bisschen was machen? Ein ganz kleines bisschen. Beim Eco. So. Aber ganz oben brauchen wir jetzt auch nicht. Gucken wir uns das mal an. Was sagt der Prüfstandslauf? Unten raus mehr Leistung, obenrum ein bisschen mehr Gleichmäßigkeit. Aber unsere maximalen Umdrehungen pro Sekunde ist halt von 6000 auf 5000 runtergerutscht. Beziehungsweise. Maximale Leistung bei 5450. Maximales Drehmoment bei 4650. 4600 müsste hier irgendwo sein. Genau. Ja, da. Okay. 646, 14,30. Mehr Höchstgeschwindigkeit haben wir dadurch gekriegt, aber naja. Ja. Juckt mich jetzt nicht wirklich. Ja. Es ist halt ein Mix. Es ist halt ein Mix. Gut. Wir machen eine Testfahrt. Schauen wir mal. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Die vorher vorhandenen Einstellungen waren gar nicht mal so übel. Die Beschleunigung und das Rutschverhalten müsste halt ein bisschen besser werden. Auch. Hey, der zählt ja gar nicht. Hallo. So.
Ja, das gefällt mir schon mal besser. So. Raus wieder beschleunigen. Komm schon. Gut, er trifft, aber er driftet gar nicht. Ja, doch, da geht schon was. Okay. Wir probieren es jetzt einfach mal damit. Zum Prüfstand zurück. Jawohl. Noch viel speichern. Tuning beenden. Es hat sich einiges getan. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder bei diesem Driftrennen. Heute haben wir es ja wirklich richtig mit Drift. Naja, bis gleich. So, da sind wir auch schon und rein da in die gute Stube. So, das wird dann auch das letzte Rennen für heute. Es war ein bisschen viel, es war sehr driftlastig irgendwie, diese Session. Wow, wir driften schon. Jetzt driften wir ein bisschen sehr stark. Und wir knallen natürlich wieder an die Bande. Was war denn das für ein Ruckler? Das Gefühl, wir kommen nicht an unsere, an die Wertung ran, die wir beim letzten Mal hatten. Und wir dürfen auch gar nicht sehen, was die für Werte, was für die für Werte gehabt haben. Na gut, wir haben mehr Punkte bekommen. Aber so viel mehr ist es jetzt auch nicht. Wir sind immer noch am letzten Platz. Es ist schwierig. Also auf ein neues. Leute, fahrt mal los. Zu weich unterwegs. Aber wir haben jetzt schon 34.000 Punkte. 40.000. Zweiter mit 51.000 Punkte. Können wir das akzeptieren? Nein, das können wir nicht. Ja, zum Explore-Modus. Ich hoffe mal, das Rennen zählt jetzt nicht als gewertet. Wir müssen nochmal in den Tuning-Shop. Ich fürchte, das mit den Reifen war ein bisschen zu OP, overpowered. Hey, hallo. Hier gelten die Straßenregeln.
und nicht die Driftregeln. Also die für Straßenrennen. Ah. Ja. Wir sehen uns da am Tuning Shop wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Und gehen in den Shop und gehen auf den Prüfstand. Jawohl. Irgendwie scheint das Spiel momentan wieder am PC irgendwo ausgelastet zu sein. Keine Ahnung wo. Aber die Frames sind ein bisschen stark eingebrochen, habe ich bemerkt. Ist ja egal. So, wir machen das für diesen Rennmodus ja schon. Bei den Bremsen, da habe ich doch die Haftung vorne und hinten ein bisschen weggenommen. Den geben wir wieder dazu. Und Aerodynamik geben wir vorne. Nein, hinten einen Ticken mehr. So. Was macht er jetzt wieder? Mein Computer will mich heute ärgern. Wir ziehen von unten her noch ein bisschen was drauf. So machen wir's. Ja, doch, so machen wir's. Und hier machen wir. Diesen kleinen Einbruch. Oben. So, schauen wir mal, was sagt der Prüfstandslauf? Wir haben unten ein bisschen zugenommen, aber obenrum haben wir ein bisschen abgenommen. Haben aber kaum Leistung verloren. Dafür haben wir hier oberen Bereich etwas Leistung verloren. Sieht aber gar nicht mal so schlimm aus. Die Werte haben sich eigentlich kaum geändert. Ja, das lassen wir mal. Die Werte sind auf jeden Fall deutlich gesunken. 6,52 auf 14,21. Höchstgeschwindigkeit zwar nicht mehr viel, aber dafür stärkere Beschleunigung. Gut. Gut, auf die Zahlen kann man jetzt nicht so viel geben. Die Erfahrungswerte machen sehr viel mehr aus. Also, das von 0 auf 100 und so weiter, das stimmt schon irgendwo. Aber es ist leider nicht immer anwendbar. So wie es da steht. Das sind halt Statistikwerte. Naja, gut. Speichern. Tuning beenden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim Rennen wieder. Zum dritten Mal. Und fahren es dann das vierte Mal. Und hoffentlich dieses Mal als Sieg. Es ist egal, ob es knapp ist oder ob es nicht knapp ist, aber als Sieg muss es sein. Wer immer, bis gleich. Boah, das müsst ihr sehen, wie der Hammer abgeht. Also ich bleib mal stehen, ja? Und gebe jetzt mal Gas. Wir fahren bergauf.
Er zieht wie eine, ja, wie soll ich sagen, wie ein Panzer. Er zieht ab. Er lässt sich driften, er lässt sich lenken, kontrollieren, hervorragend. Er hat... Wow. Ich sehe schon, da muss ich noch ein bisschen was machen. Beschleunigungsmäßig, dass er von unten raus stärker beschleunigt und dann oben rum ebenfalls beschleunigen kann. Da geht was. Der Hammer kann mehr als er zeigt. Da werde ich ein bisschen probieren und das werden wir dann in der nächsten Session zu sehen bekommen. Weil ich glaube, da geht einiges. Gut. Ich hoffe mal, dass es stimmt, was ich mir da so einbilde. So. Ja. Oh, ja, ich glaube... Die Werte stimmen jetzt deutlich besser. Oho, 33.000, das ist schon in der ersten Runde. 42.000, der ersten Hälfte der zweiten Runde. Der erste hat jetzt aber 50.000, hallo! Achso, das bin ja ich. Entschuldigung. Ups. Rein da. Ups. Ach, herrlich, herrlich. Wie sie aber jetzt plötzlich keine 40.000 Punkte mehr machen, ja? Und wir mal eben das Doppelte runtergezogen haben. Ach Gott. Ist das pervers. Na gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Na. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Need for Speed Underground 2. Yo! Also nochmal danke fürs Zusehen. Servus.